Okay, was haben wir noch? Dann machen wir jetzt das Gefecht von Amon-Sul. Ach, eigentlich müsste ich das ja auch noch lesen, was hier immer steht. Vor nicht langer Zeit gab es auf dem Gipfel der Wetterspitze einen großen Kampf zwischen Gandalf dem Grauen und den Neuen. Nun zieht der Amon-Sul das Böse an, wo der Waldläufer Gandalf versucht, den Hügel für die Waldläufer des Nordens zu verteidigen. Was stand denn bei den anderen? Ja, okay, geht jetzt nicht mehr. Diese Technik. Jetzt reißen. Okay. Geht nur, wenn man es. Vor nicht zu langer Zeit trug sich eine große Schlacht zwischen Gandalf dem Grauen und den Neuen auf der Wetterspitze zu. Okay, die sagt es einfach nochmal, was man da gerade schon gelesen hat. Amon-Sul, wo der Waldläufer Gandalf den Hügel für die Waldläufer aus dem Norden zu halten. Oh Gott, da stehen Fackeln, ich ahne Schreckliches. Ich muss wahrscheinlich Sachen anzünden. Ach, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Muss man immer diese Dinger da, glaube ich, irgendwie entzünden. Jetzt gucken wir mal. Berichtet Gandalf, dass ihr angekommen seid. Sieht er das nicht? Und Gandalf muss überleben. Was benötigt ihr? Dem Himmel sei Dank, dass ihr hier seid. Aus Bruchtal kam Wort, dass Gandalf der Graue auf eben diesem Hügel mit den Ringgeistern gekämpft hat und nun wurden Diener des Hexenkönigs hierher gelockt. Die Schergen Angmars sind bereit, zum Amon-Sul zu kommen. Ich aber, ich habe ihnen eine Falle gestellt. Doch fürchte ich, dass meine Stärke allein nicht gegen diesen Feind ausreichen wird. Ja, jetzt bin ich ja da. Die Dunkelheit ist weit vorgedrungen. Könnt ihr spüren, wie sie eure Glieder taub werden lässt? Ah, deswegen müssen wir die Feuer anzünden, ne? Ich habe diesen Lagerfeuern Kräuter beigegeben. Wenn ihr die Feuer entzündet, werden sie die Dunkelheit bekämpfen und einen Teil eures Kampfgeschickes zurückbringen. Nehmt eine Fackel, entzündet die Feuer und sorgt dafür, dass sie nicht erlöschen. Dann können wir diese Schlacht doch noch gewinnen. Okay, und die gehen, glaube ich, immer wieder aus. Ah, ich muss nur vorbeilaufen. Das ist auch praktisch. Okay, Fackel ist weg. Muss ich dann bei so einer Fackel kämpfen? Mal gucken. Zünden wir es mal alle an. Dann sehen wir es ja. Ein Leutnant des Feindes. Ja, ich zünd noch an schnell. Haben wir alle? Wir haben alle angezündet, ne? 5 Stück. Skelette hier. Ist das irgendwas ausgegangen? Nö. Aber ich glaube, die gehen auch aus mit der Zeit. Oder es löscht sie jemand. Ein bisschen auf dem Radar gucken, wo da was erscheint. Also ich glaube, ich hol mir da noch einen. Oh! Ein Dedi. Der mich unterstützt. Kräuterkundige. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt gerade mich, ob die überhaupt mir irgendwas hilft. Mal ein bisschen beobachten. Der Feind wird schwächer. Da ist noch einer. Oder kommt einer? Wobei ich mir vorstellen kann, dass natürlich auch die ersten Scharmützel jetzt nicht gleich so schwer sind. Dass die Leute da in Nöte kommen. So, da hinten ist jetzt schon eins ausgegangen. Zwei, die ersten sind das wahrscheinlich, die ich angezündet habe. Zack. Zack. Kann man das auch schon wieder? Nee, ich glaube nicht. Bei der nächsten Runde machen. Ah, oh, da gehen die Feuer aus. Und wenn man jetzt komplett ohne Feuer kämpft, merkt man das spürbar? Aber ich habe ja da auch ganz viele Buffs, ne? Hier. Und das sind wahrscheinlich die Feuer, die an sind. Au.
Schuss. Ein Schuss, ein Treffer. Der erste Angriff wurde zurückgeschlagen. Es bleibt nur ein kurzer Augenblick, bevor der Feind es erneut versuchen wird. Dann machen wir hier mal schon mal an. Bezwingerin von waldgeborenen Schnittern. Das war jetzt dieser Troll da. Da kommen sie! Ein Leutnant. Giftiger Blutpfeil? Aber ich finde, die sind jetzt nicht stärker als die anderen auch. Irgendwie so gefühlt. Fallen die fast genauso schnell um. Wobei der kann da jetzt natürlich auch noch kräftig mithilft. Ich glaube, der macht auch ganz gut Schaden. Eigentlich ist es auch ganz gut, dass die Fackel so schnell wieder aus ist, weil es kann auch ziemlich nerven, wenn man das immer dann deaktivieren muss wieder. Und die Fackel dann immer erst runterwerfen muss. Hat man nämlich hier die Buffs hier. Plus 25% Nahkampfschaden, das ist natürlich schon heftig. Wahrscheinlich sind wir deswegen so gut. Oh, mal wieder ein Troll. Irgendwie mit den Gambits. Das müssen wir noch üben. Oh, sind wir mal wieder. Wir lassen mal die Feuer aus. Mal gucken, wie es dann ist. Ob das echt spürbar ist. Da kriegt man ja auch ein Buch der Tateneintrag, wenn man es ohne geschafft hat. So als Hardcore oder so. Ich glaube, ich kann die Feuer vernachlässigen. Oh, Gandalf ruft, das Athelas ist aufgeblüht, sammelt es schnell ein! Ach, das tut so instant aufblühen. Wie viele? Alles? Die Hälfte ist geschafft! Ja, ja. Vier weitere. Eins. Zwei. Drei. Da stehen aber fünf noch. Nee, ja. Schnell, jetzt werft sie ins Feuer. Oh, oh, oh. Das gibt aber sehr viel Magie und Zauber. Hat das jetzt was gebracht? Ja. Wir wurden reingelegt! Bleibt wachsam! Okay, das war jetzt das mit dem Morkrum. War das jetzt mit die Wirkung des Athelas? Ja, man merkt schon, dass sie ein bisschen schwerer sind. Morkrum wurde von eurem mächtigen Hieb niedergestreckt. Ja, hoffentlich. In südlicher Richtung schlurfen leise Füße durch die Nacht. Süden. Da hinten, ich sehe es. Gugav. Was ist das? Ein Kopfloser. Gugavs Arm erscheint wild entschlossen, den Tod seines Körpers zu rächen.
Der Arm ist das Gefährlichere. Oh Gott, Gandalf ist fast tot. Dem sollte man vielleicht noch ein bisschen helfen. Ich brauche Hilfe. Ach komm, der kann sich heilen. Ach, da kommt auch noch ein Boss. Komm zu mir. Machen wir den mal noch weg und dann ist der Arm auch noch. Den Arm müssen wir auch noch hier stutzen, die Fingernägel stutzen. Ja. Und wenn man nämlich die ganzen Buch der Tatensachen haben möchte von diesen besonderen Begegnungen, die ja random sind, das ist nicht immer, man weiß nicht mal, welche da dann aktiv sind und man will die alle haben, dann muss man natürlich x-mal das Scharmützel machen und immer hoffen, dass noch die Begegnung kommt, die einem dann noch fehlt. Also da kann man auch farmen, Mann. Blutdolenbezwingerin. Wahrscheinlich auch 5. Und dann 10. Aber irgendwie stört mich das hier mittendrin. Das mal so. Wird mich wahrscheinlich bald wieder. Todesecho. Hallo? Bleib mal ankommen. Sonst weiß der Kandalf jetzt doch noch ins Gras. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich die Kräuterkundige habe. So konfus, wie ich hier gerade herumspringe und überhaupt nicht auf meine Gesundheit achten kann. Ich glaube, wir zünden mal hier ein bisschen was an. Dann hat Skandals vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ne, wir haben alle. Fackel weg. Ich hab mit der Fackel geschossen. Der dritte Angriff wurde erfolgreich zurückgeschlagen. Nun stößt der Kargul dazu. Oha. Lasst das verdorbene Wesen, das diesen Angriff führt, vortreten und sein Ende finden. Meine Hände bringen den Tod. Hier müssen wir noch irgendein Feuerchen anzünden. Du wirst sterben wie alle anderen auch. Huch! Da kommt noch was aus der Erde. Narudir. Aber schick sieht er aus, oder? Wo ist noch einer? Da hinten. Ja, Kargul wurde besiegt und Kandais hat überlebt, um im Bruchtal Bericht zu erstatten. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Hab Dank. Heute haben wir einen guten Sieg errungen. Nice. Gibt's hier ein Kistchen? Sieht nicht so aus, oder? Jetzt sieht's auch gleich wieder viel heller aus hier. Der Morgengraut. Na, den Kargul können wir looten. Ich glaube, wenn man den Body looten kann, dann gibt's keine Kiste. Dann ist das die Kiste. Da gibt's dann Geld und so. Beute ausgedienter Rekrut. Ja. Ihr habt hier heute etwas Beachtliches geleistet. Nur wenige Bewohner Mittelerdes können von sich behaupten, einen Kargul gegenübergestanden zu haben. Ganz zu schweigen davon, ihn im Kampf besiegt zu haben. Eure Tat hat den Feind einen schweren Schlag versetzt. Heute war ein guter Tag. Ja, durchaus. So, und jetzt haben wir noch eins.
1, und zwar der Sturm auf Methedras, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Was das ist, während die graue Schar nach Süden reiste, um Aragorn zu Hilfe zu eilen, stießen wir auf eine alte dunländische Hexe namens Gwilion, die man auch die alte Frau des Berges nennt. Sie versuchte, eine Armee der uralten bösen Mächte auszuheben, in der weisen Hand gegen Rohan behilflich zu sein. Es war Amlands und meine Pflicht, sie in Schach zu halten. Aber dass man das jetzt schon kriegt, ich meine so diese... Das wäre ja storytechnisch, das ist so ein Rohan-Dingens, ne, oder? Ja. Dass man das dann nicht erst... Dass man das jetzt schon spielen kann, so etwas. Wir gucken es uns mal an. Also storytechnisch passt es jetzt natürlich nicht so rein wie die anderen. Das hat gut reingepasst. Aber wir spielen es jetzt trotzdem mal. Während die graue Schar nach Süden zog, um Aragorn zu Hilfe zu eilen, stießen wir auf die Dunländer-Hexe Gwilion, die man auch die alte Frau des Berges nennt. Sie versuchte, eine Armee des uralten Bösen aufzustellen, um der weißen Hand gegen Rohan zu helfen. Es war unsere, Amlands und meine Pflicht, sie aufzuhalten. Das heißt, uns hat es jetzt nach Rohan gebeamt? Wo sind wir denn da? Ist das, das hier ist, die Wildermark? Ich weiß gar nicht. Warte mal. Wir müssten doch jetzt hier irgendwo... Oh Gott, fragt mich nicht hier. Ach, man kann es gar nicht anklicken hier. In diesem Scharmützel. Okay, dann gucken wir mal. Auch wenn das jetzt wirklich überhaupt nicht reinpasst. Dann machen wir das trotzdem mal. In den Windfelsen von Enedweiß trafen wir zuerst auf die alte Hexe Gwilion. Dort benutzte sie ihre bösen Kräfte, um grausame Geister in Gestalt von Drugavar, Gutraul und Kun-Anun zu beschwören, um eine Armee des uralten Bösen zur Unterstützung von Saruman aufzubauen. Dann hinderten wir sie unten im Deutwald daran, eine Reihe von Unholden zu erschaffen. Ja, lange haben wir diese alte Frau des Berges gejagt und endlich haben wir sie in die Enge getrieben. Es ist unsere Pflicht, hier zu bleiben und ihre Machenschaften zu verhindern. Denn wenn ihr Vorhaben gelingt, werden alle möglichen schrecklichen Dämonen mit Saruman gegen Rohan ziehen. Die Keilersippe von Dunland weiß, dass dies nicht zum Vorteil ihrer Leute ist und hat Mystiker ausgeschickt, sich an den Zaubersprüchen der alten Frau zu versuchen und sie umzukehren, sollten sie versuchen, diese gegen uns einzusetzen. Naja, zieht aus und nehmt das Tor zum äußeren Hof ihrer Behausung ein. Amland und ich bleiben bei den Mystikern der Keilersippe, bis die Stellung eingenommen ist. Geht nun und mögen die Valar euch beschützen. Also es kann gut sein, dass ich vielleicht sogar dieses Scharmützel dann für YouTube entsprechend später dann einbaue. Wo es dann wieder in die Story passt. Ich meine, wir waren jetzt zwar auch noch nicht oben auf der Wetterspitze, aber wir sind zumindest schon mal in dem Gebiet, von dem her nicht so wild. Aber diesen Teil, den packe ich dann vielleicht für YouTube dann ein bisschen in die Zukunft. Aber wir metzeln uns mal hier durch. Es ist ja wieder so ein Eroberungsdingens. Das heißt, ich bin hier alleine jetzt. Sie bleiben hier. Ach, wo packen wir den denn hin? Der gefällt mir hier überhaupt nicht. Vielleicht so? Ja. Da müssen wir durch. Das kenne ich jetzt natürlich auch überhaupt nicht. Gottfried Gaming, Hallöchen! Wunderschönen guten Abend! Ihr habt keine Macht über mich. Das mag ich halt schon lieber. Wobei, es kommen ja immer mal wieder so Angriffe, die dann... Also quasi so Hinterhalte, wo man dann doch wieder eher verteidigen muss. Die Hand dient nur als Werkzeug. Möge euer Geist vor dem Auge verkümmern. Twink-Charakter, sozusagen, ich spiele mittwochs immer einen Vorlesecharakter, mit dem ich die komplette Geschichte vorlese.
Und da sind wir jetzt gerade in der, in den, also bei der verlassenen Herberge. Wir sind in den Wetterbergen. Und ich dachte aber, ich möchte auch mal gucken, was für Scharmützel da immer so nach und nach dazukommen. Und auch die Scharmützel dann immer spielen, die man so auf Level bekommt. Bloß haben uns jetzt diese Scharmützel nach Rohan geschickt, was ich ein bisschen eigenartig finde, wenn man da so klein ist noch und von nichts eine Ahnung hat. Gwyllion hat einen Gegenangriff auf das äußere Tor gestartet. Also storytechnisch passt es jetzt nicht so rein zu dem, wo wir gerade sind. Diese Ziegen, die finde ich auch immer, die sehen so richtig teuflisch immer aus. Da hinten wartet schon so ein laufender Baum. Gwyllion hat einen Gegenangriff auf das Tor zum äußersten Hof eingeleitet. Ja, hatten wir doch gerade schon. Kommt da noch mehr? Sieht so aus. Und Twink-Charaktere habe ich ja sowieso immer viele. Sehr viele. Also da könnte ich sehr viel zeigen. Wenn ich die alle im Stream hochspielen würde. Oh je. Nochmal ein Gegenangriff. Wie viele denn noch? Oder kommt es einfach, weil ich noch nicht hier drinne bin? Aha, guckt mal hier. Mal den Baum hier. Und da hinten ist ein kleiner Mini-Boss. Einer der von Gwyllions Leuten dann stürzt sich ins Getümmel und sein zorniger Schrei lässt euch erschaudern. Wer ist das? Dudant? Der ist schon da. Mal ein bisschen taunten hier. Ah. Neue Tat. Da beißt noch einer. Amlan steht bloß dumm da! Wieso kommt der überhaupt mit? Ich dachte, die tun sich um die Mystiker kümmern. Aber er steht nur dumm da. Es gibt immer so Gesunde, also die sind dann halt fit und stärker und dann gibt es die Kranken und bei den Kranken die sind halt dann nur diese Schwarmviecher. Die Grünen. Hirte des Unrats. Machen wir erstmal den Geist weg. Die können ja echt nichts. Und jetzt steht da oben noch vor der Türe so ein netter Baum. Ach, der ist ja ganz schwach. Jetzt dachte ich, da kommt jetzt noch so eine richtig starke Wache. So, geht jetzt das Tor auf? Nee, wir müssen hier erst befreien. Haben wir noch einen vergessen? Oh, da hinten stehen noch welche, sehe ich. Das sieht man halt nur auf dem Radar, dass es da hinten noch runtergeht. Es gibt einfach zu viel Möglichkeit, XP zu verdienen. Deswegen habe ich jetzt für die Scharmützel gerade die XP geblockt, damit ich da keine kriege. Die möchte ich nur durchs normale Questen bekommen. Ah, ihr habt die Kontrolle über den inneren Hof übernommen und könnt nun das Banner einfordern. Weil ich glaube, durch die vier Scharmützel hätte ich wahrscheinlich jetzt schon wieder ein Level mehr. Dann mindestens, ich weiß es nicht. So erfahrungstechnisch, aber mit dem Erholt-Bonus wahrscheinlich schon. Ja, jetzt kommen sie! Jetzt, wo ich alles alleine gemacht habe. Gwyllion hat einen Gegenangriff gestartet. Mit Bäumen und allem. Mal sehen, aus der Suppe gehen. Kämpft da unten noch einer? Ach, da ist einer. Oh, jetzt kommen sie alle. Damit auch meine Kräuterfrau mal was zu tun hat, oder? Dann tauchen wir die mal alle. Ja, haben wir schon gedacht. Jetzt alle auf meine Heilerin gehen.
Würdest du mal bitte auslösen? Weiß ich mal nicht, ist es Lag oder ist es meine eigene Doofheit? Noch ein Angriff. Ich warte erstmal auf die, die hier angerannt kommen und mache dann erst nachher die, die rumstehen. Was mich halt nach wie vor irritiert ist, dass ich, wenn ich denke, dass ein Gambit durch ist und dann mache ich schon den nächsten und merke dann, oh, der andere Gambit war ja eigentlich noch gar nicht durch. Oder ich hätte ihn nochmal anwenden können. Oha, schaut euch mal den an. Der sieht ja schick aus. Also das muss ich sagen, meine Scharmützeln gibt es so richtig nette Bosse. Wahrscheinlich gibt es die auch in irgendwelchen Raids und Instanzen, aber ich sehe die ja natürlich nie. So als Skin meine ich jetzt natürlich. Haha. So, jetzt machen wir mal den Rest hier noch. Also diese Hunde, die heilen sich irgendwie. Die leechen. So, und dann die hier hinten noch. Was ist das für einer? Ist auch so ein Hirte. Ach, da hinten ist die Gwillion, ja. An dem Topf. Da rührt sie rum. Die so unterschiedlich aussehen. Der hat so eine Zeichnung auf dem Fell und der hier, der ist einfach nur braun. Sieht ganz normal aus. So, und jetzt, Gwillion? Was machst, sagst du nu? Hast du noch irgendwelche Truppen, die du uns entgegenschicken kannst? Gwillion, eure Dämonen sind angewurzelt und eure Pläne durchkreuzt. Ergebt euch den Dunedain, zeigt Reue und zeigt euch von, sagt euch von Saruman los. Dann lassen wir tatsächlich Milde walten. Ach, ihr denkt wohl, ihr habt mich aufgehalten, du Wodiat, niemals. Da ihr Gwillions Hütte beansprucht, richtet die alte Frau des Berges ihre Aufmerksamkeit nun auf euch. Ihr habt weiter nichts erreicht, als meinen Zorn auf euch zu ziehen. Seht euch meinen Untergang an. Oh, was sie da für Geschütze noch auf. Aufwartet. Ja, komm, die Hütte halt, die einfach nur Matsch ist. So, jetzt Heilerin. Oh, sie hat mich tatsächlich super geheilt. Dann kannst du ja nichts sagen hier. Ich hätte aber gerne mal noch fertig gelesen. Leute. Ihr redet viel zu schnell. Das muss ich sie auch noch. Wir gucken gleich mal noch, was die gesagt hat. Wo sind sie jetzt schon wieder alle? Ah ja doch, die, jetzt sind sie da und hauen mit drauf. Amlan, Seradan. Da hat Gwillion die alte Frau des Berges besiegt. So, jetzt gucken wir mal noch, was die da so gesprochen haben. Was beschützt ihr, ne? Wo waren wir denn? Ah ja, da. Ah ja, sie ruft Echrot. Vernichte diese Eindringlinge. Ohaha, ja genau. Und dann stirbt er und Echrot, nein, ihr habt meinen geliebten Begleiter getötet. Jetzt müsst ihr sterben. Für eure Unverfrorenheit werdet ihr sterben, du Wodiat. Okay. Hat ja nicht viel genützt. Wir waren dann doch etwas stärker, hm? Aber ich habe gar niemanden zum Reden. Was muss ich denn noch machen? Bezwingt Gwillion und und beansprucht. Ah ja, okay, wir müssen noch einen Kontrollpunkt beanspruchen. Was kocht denn hier? Also eine schöne Farbe, aber ich will nicht wissen, was sie da gekocht hat. Können wir sie looten? Ja. Alles unser. Diesmal konnten wir looten und einen Schatz abgreifen.
Na, das haben wir doch schön gemacht, ha? Huh? Ich gebe zu, ich hatte keine Ahnung, dass die alte Frau des Berges genug Macht hatte, so eine Horde an Teufeln zu ihrer Unterstützung heraufzubeschwören. Es ist gut, dass sie besiegt wurde. Gut gemacht, naja, meine Freundin, durch viele Gefahren hindurch. So, was haben wir denn jetzt? Scharmützel ins Tanzen? Hä? Es gibt beides, eine Aufgabe und eine Tat mit demselben Titel. Ich denke mal, das ist jetzt einfach die Tat, ne? So. Wobei, nee, die Tat haben wir nicht. Die Tat haben wir ja noch nicht beendet. Ist egal. Da müssten wir das noch öfter machen, glaube ich. Gut, dann haben wir jetzt alle Scharmützel durch. Nichts dazugekommen, weil wir kein Level-Up hatten. Wenn wieder ein Level-Up dazukommt, dann machen wir natürlich auch das Scharmützel dann immer auf Level. Okay, dann geht's jetzt erstmal. Kriegt man da eigentlich sonst auch noch irgendwie Loot außer die Schätze? Nö. Natürlich die Scharmützelzeichen, aber sonst. Düsen wir mal zur Herberge.